einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance hier auf meinem Kanal. Ich bin Nier und ich freue mich, Sie heute unterhalten zu dürfen. Jawohl, wir sind inzwischen schon beim 23. Part, glaube ich, 22. Ihr seht's ja. Und das letzte Mal haben wir ganz schön viel Fresse bekommen von diesen Banditen. Und der Aufstand, der da irgendwie war, keine Ahnung, da war ja irgendwie so ein kleines Scharmützel gewesen. Und ich bin immer noch trotzdem dafür, dass ich die Banditen erledigen möchte gerne und nicht einfach mit denen gemeinsame Sache machen möchte. Und genau aus dem Grund möchte ich die jetzt gerne in unser Lager locken. Nochmal, wohl bemerkt. Die waren hier oben gewesen. Wer hat mir das denn schon wieder zugepfiffen? Wer war denn das? Der hier? Beste Grüße. Nee. Nee. Ich will das auf jeden Fall machen. Es geht mir zum Franz. Nochmal Franz Ferdinand hier. Aufsteigen. Und hoch zu den Banditen. Ich will das diesmal hinkriegen. Kannst mir sagen, was du willst, aber... Hä? Habe ich jetzt den Wegepunkt nicht richtig gesetzt? Nee, habe ich nicht. So. Wenn wir es schaffen, davon zu reiten, haben die eigentlich überhaupt keine Chance mehr nachzukommen. Beziehungsweise ich mache es einfach in dem Tempo, dass sie... dass sie so gerade so nachkommen können. Ich bleib diesmal auf dem Weg. Ich frag mich, was das für ein komischer Aufstand das letzte Mal war. War halt schon mega komisch gewesen, ne? Auf dem Weg kann man halt wirklich gut reiten. Überhaupt, also, sollte jetzt eigentlich kein Problem sein, die jetzt ins Dorf zu locken. Ich hab's jetzt die letzten 2-3 Mal zwar nicht geschafft, aber das war auch mit sehr, sehr, sehr viel Pech verbunden, nehme ich mal an. So... Okay, jetzt wären wir dann da. Ich hoffe, die sind im Lager schon. Ja. Was denn war das? Also, hier. Kann ich vom Pferd aus mit dem sprechen? Nö. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay. Wo sind alle? Schnell! Nein! Was ist los? Komm schon! Alarm! Ah, die haben noch Kann es sein, dass die noch Freunde haben? Einen Moment. Verdammt, ich glaube, das waren die Leute, die wir vorhin gesehen haben. Das waren denen ihre Kumpanen gewesen. Soll das etwa alles sein? Oh Mann, ich hoffe, die im Dorf helfen mir. Kommen die nach? Jojo. Na kommt, Leute. Strengt euch mal ein bisschen an. So weit ist es doch gar nicht. Auf jeden Fall nicht auf der Straße reiten. Das letzte Mal haben wir gesehen, was passiert ist. Sobald ich das nächste Mal in der Stadt bin, auf jeden Fall Pfeile kaufen. Und ein bisschen den Schwertkampf üben. Mein Gott. Die stellen sich aber auch an. Hä? Bleiben die jetzt da einfach stehen oder was? Ah, die gehen nicht aus dem Questgebiet raus. Dein Ernst? Das könnten wir aber auch zunutze machen. Nein, 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 warte doch. Hoch, hoch, hoch. Dein Ende ist da. Kommen sie nach? Ja, sehr schön. Ich dachte zuerst, sie kommen nicht aus dem Questgebiet raus. Sind wir hier richtig? Komm, macht mal ein bisschen. Sehr gut. Manchmal, wenn man halt nicht weiterkommt, muss man halt ein bisschen tricksen. So, da ist die Brücke. Die kommen. Okay, sehr gut. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. So, jetzt aber. Bitte, bitte helft ihr mir. Scheiße, die helfen mir nicht. Helft mir doch! Doch, der! Nein! Nee, der hilft mir nicht. Okay, aber jetzt ist nur noch einer. Kurva fix!
Nein, der andere kommt auch noch. Keine Chance. Verdammt. Ja. Wie sollen wir das denn bitte mit denen anstellen? Das kann's doch nicht sein. Vergiss das. Die stehen automatisch auf, wegen diesem Gespräch. Der kommt jetzt zu mir. Und jetzt? Was denn passt? Keine Chance. Ich warte, bis der sich wieder hinlegt. Und dann lege ich den um. So, diesmal ziehe ich aber die Rüstung voll an. So, Schild. Armschienen. Ich ziehe sogar einen Helm an. Handschuhe habe ich, gut. Stiefel. Verteidigung. Ja, die sind wichtig, die sind auch wichtig. Die Handschuhe auch. Gut, jetzt bin ich eigentlich relativ gut ausgerüstet. Ne, die sind besser. So, ich hoffe, der legt sich jetzt wieder hin. Komm schon, leg dich hin. Sehr schön. Komm schon, komm schon! Schlachte dich ab! Oh Mann! Gibt's nicht gegen zwei! Gar keine Chance! Mann, das ist so unfair! Nein. Vergiss es, es geht nicht! Ja, komm, leg mich doch einfach rum. Ist mir doch scheißegal, jetzt ohne Scheiß. Komm, mach. Mach doch. Okay. Okay, ich mach's wirklich anders. Ich mach's jetzt wirklich anders. Ich bin jetzt ungefähr 4-5 Mal gestorben. Ich helfe den jetzt einfach. Ohne Scheiß, ich helfe den jetzt einfach. Dem Banditen. Nee, warte, ich lüge. Genau, ich lüge hier unten. Ich mach das jetzt wirklich so. So. Den sage ich jetzt, ja, die Banditen sind erledigt. Ist alles gut. Alles gut, meine Freunde. So. Ah, ich muss jetzt schnell bis zum Morgen warten. Oh, regt mich das auf. Lass mich in Ruhe. Steh mal auf hier, bitte. Ich muss mich schlafen legen. So. Oh, so mühsam. Wirklich. Wie kann man nur so schwach sein, ey? Regt mich gerade richtig auf.
Na, wenn das wenigstens nur einer wäre, kein Problem, kein Problem. Aber zwei, keine Chance. Ja, einer wäre auch schon ein Problem, aber trotzdem würde ich vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Komm, ist gut jetzt. Bock mehr, ey. So, jetzt rede ich mit dem. Ich lüge den jetzt an, sag ja, hey Leute, die sind alle weg. So, da ist der Erste, wo wach ist. Hey, komm her. Ich weiß was. Also ich rede jetzt mal mit dem. Glück und Gesundheit. Du weißt etwas über Rotschopf? Kann schon sein. Und wenn du ein bisschen Silber mit mir teilst, teile ich mit dir vielleicht mein Wissen. Komm, machen wir das. Ja, komm, kommt egal. Darauf an. Was willst du im Gegenzug? Ein bisschen Silber kann nie schaden. Die Geschichte mit den 30 Silberlingen nahm kein gutes Ende. Dann gib mir eben mehr als 30. Versuch mich zu überzeugen. Bastard, Alter. Komm, ich geb dem jetzt einfach hier... Wie viel will der haben? Nicht schlecht. Spitz die Ohren. Rotschopf hat zwei Kumpanen. Zwillinge, die ihn versteckt halten und sich um ihn kümmern. Jeden Tag gehen sie zu ihm und bringen ihm Essen. Wohin bringen sie das Essen? Weiß nicht. Bin ihnen nicht gefolgt. Warum auch? Mehr weißt du nicht? Das ist alles? Dafür habe ich so viel Silber gezahlt? Hättest du es schon gewusst, würdest du nicht mit mir reden. Also hast du was für dein Geld bekommen, oder? Okay, wir müssen also den Zwillingen folgen. Erstmal hier ein bisschen Äpfel essen. So. Gut. Okay. Wir müssen noch irgendwas fallen lassen, weil das ist gerade wieder zu viel Gewicht, was wir hier dabei haben. Komm, was haben wir hier bei der Rüstung? Irgendwas. Ja, hier das hier. Sehr schön. Gut. Wo sind denn die zwei Zwillinge, ha? Was? Ich wurde vom Fischer tatatat? Na, der hat mich nicht gemerkt, oder? Ich will mit dem reden, komm. Gehört mir! Nein! Scheiße, ein Dieb! Was macht denn der jetzt? Wo rennt denn der hin? Oh Mann, dieser Bastard, wo rennt denn der hin? Egal. Ist mir egal. Ich leg die jetzt alle um hier. Boah, ey, wie weit ich denn gefolgt bin, das kann's doch nicht sein. Scheiße. Jetzt muss ich alles wieder zurück. Ah, warte, wir haben ja ein Pferd. So. Was mache ich jetzt am besten wegen den Banditen? Warte, wo müssen wir denn lang? Hier. Da müssen wir hin. Ich scheiße jetzt auf die Banditen, mal ohne Quatsch jetzt. Ich muss den Zwillingen folgen, hat er gesagt. Und die bringen ihm jeden Tag Essen. Dann machen wir das doch, ne? So,
Das war jetzt wieder eine Jagd gewesen. Ey, da siehst du aber mal wieder, wie wir zu schwach sind. Das ist fast gestorben, mein Pferd. Nee, das hat nur extrem viel Ausdauer verloren. So. Wo sind denn die Zwillinge? Ne, der ist das sicher nicht. Köhler-Zwillinge. Der ist das hier, genau. Ja, wow, und darf ich dem den ganzen Tag zugucken, oder was? Ich rede mal mit dem. Vielleicht verrät dem ja... Was rede ich denn mit einem Bettler wie dir? Also, hier kommen die Banditen. Ich habe mich um die Banditen gekümmert. Gut. Wenn es denn wahr ist. Wenn du mir nicht glaubst, führe ich dich zu ihren Leichen. Na gut. Ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in der verlassenen Hütte. Machen wir es so halt. Nimm die Straße nach Norden Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an der Quelle endet. Von dort führt ein überwucherter Pfad zu Rotschopf. Ist aber leicht zu übersehen. Hab Dank. Kamera richtig stellen. So. So, also komm. Ist mir jetzt eigentlich alles egal. Ich will den Rotschopf da erledigen. Also mit dem Reden vor allem. Wo müssen wir hin? Hier oben. Gut. Ist ja nicht weit. Zum Glück haben wir echt das Pferd, Mann. Ey, ich sag's, in der Stadt will ich erstmal trainieren, bevor wir irgendwelche Aufgaben annehmen. Ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen gute Rüstung holen. Sonst kommen wir hier nicht weit. Kein Wunder, dass der denkt, dass wir im Bettler sind. Wir sehen auch so aus. Oh, wir sind da. Ist der da? Ah, der ist aber... Ah, hier haben wir die verlassene Hütte. Da ist er. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott, war das eine mühsame Suche. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. Weshalb bist du weggelaufen? Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Warum hast du den Banditen getötet? Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt, aber er ist aus Uschitze und humpelt. Erzähl mir von dem Hinkenden. Was kannst du mir über ihn sagen? Woher kennst du ihn? Hab ihn in der Uschitzer Schenke gesehen, beim Würfeln und Saufen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Das ist alles. Hab nie mit ihm geredet. Okay. Erzähl mir alles, was passiert ist. Das habe ich, glaube ich, schon jetzt gemacht, erzähl oder? Mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Ich möchte sie Keine hören. Sorge, ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel.
Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein, nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Okay. Worüber stritten sie sich? Weißt du, worüber sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht, es könnten 8 gewesen sein. Und 2 waren richtige Brocken. An mehr erinnere ich mich nicht. Okay. Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot. Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem. Du hättest nichts tun können. Das war alles. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Super. Ich lasse dich in Frieden. Warte, was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Klar, endlich. Da haben wir einen, der mir hilft. Wenn du mir sagst, wo sie sind? Könnte ich vermutlich. Weißt du, wo sie stecken? Nein, aber sie müssen hier irgendwo herumlungern. Ich werde mich umsehen. Und wenn ich sie finde... Ich verstehe. Töte die Banditen. Ja, aber der hilft mir doch jetzt, oder? Kommt der wenigstens mit? Ja, wow, darf ich jetzt alleine oder was? Ich habe überhaupt gar keine Chance gegen die. Können wir uns hier wenigstens kurz schlafen legen? Ist halt auch abgespeichert. Sehr schön. Ey, ich habe doch überhaupt gar keine Chance. Vielleicht können wir sie aber auch finden. Dann reden wir mit denen, sagen, nö, keine Ahnung, wo der ist. Und dann gehen wir wieder zurück und sagen, hey, die sind da und dann kommt der vielleicht mit und hilft uns. Das können wir noch ausprobieren. Ich kann die nicht einfach angreifen. Ich weiß, dass ich keine Chance habe. Das machen wir. Doch, doch. Okay. Mach. Du. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir auch noch Hunger. Egal, wir haben ja Äpfel. Das passt. So. Oder kann ich... Ne, warte mal hier. Ich brauche noch mehr. Okay. Kann ich nochmal mit dem reden? Nee, geht nicht. Ich weiß ja, wo die Banditen sind. Die sind hier. Also, gehen wir nochmal schnell dahin. Oh, richtig schönes Wetter. Krass. Wo ist denn mein Pferd? Ah. Franz, Mann. Lass dir so Zeit hier. Was soll denn los mit dir, mein Freund? Okay. Mann, er hat doch gesagt, hilfst du mir? Und das heißt nicht, dass ich für ihn die ganze Arbeit allein machen muss. Das regt mich jetzt gerade schon wieder auf. So ein fauler Sack. Als hätte ich Chance alleine gegen die. Mann, ich muss da hoch. Komm schon. Oh, was ist denn jetzt los? So. Okay. Gut. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wieder immer noch da am Kämpfen. Oh, bitte nicht. Hey, das ist aber auch eine Aktion, hier mit dem Pferd hier durchzugehen. Aber zu Fuß ist das einfach zu weit weg.
Also, schauen wir doch mal, was die zu sagen haben. Schnell ein bisschen, bevor die da sind. Können wir ein bisschen Schlossknacken üben? So. Was haben die denn da drin? Nichts Besonderes eigentlich. Die sind relativ... Ne, die sind nichts wert. Ja, die sind ein bisschen was wert. Nehmen wir die noch mit. So. Müssen wir kurz warten, bis die da sind, weil die sind wahrscheinlich zusammen unterwegs, nehme ich an. Oder? Kann natürlich auch sein, dass sie getrennt unterwegs sind. Das wäre natürlich dann mega geil. So hätte ich auch eine Chance gegen die dann. Warte, ich mache mich jetzt wirklich mal auf die Suche, ob ich die finde. Was sagt denn die Zeit? Ist alles gut. Ich tue ja eh den Anfang ein bisschen vorspulen, weil da bin ich 1000 Mal gestorben. Und dafür mache ich den Part einfach ein bisschen länger. Das ist großes Gebiet, gell? Ja, habe ich mir gedacht. Schauen wir mal, wo die sind. Da hätte ich auch das Pferd nehmen können. Ehrlich, toll, da wäre ich auch schneller gewesen. Warte schnell. Franz, komm mal her. Wir müssen die finden. Da vorne, glaube ich. Nee, das sind ein paar Rehe. Wo treiben die sich denn rum? Ich wüsste, wo die sich rumtreiben würden. Das würde mir um einiges weiterhelfen, wie wenn ich jetzt durch den ganzen Wald reite. Verdammt. Was sagt denn überhaupt mein Quest? Töte die Banditen. Stand da. Ah ja, nee. Die sind sicher zusammen unterwegs. Kannst du mir nicht sagen, dass sie getrennt unterwegs sind, oder? Gut, ich kann auch einfach mal dem Weg folgen hier. Ja, und hier hört er auch schon wieder auf. Tja, was kann ich tun? Ich habe doch gerade Stimmen gehört. Die sind doch hier irgendwo. Ich hab doch gerade eben ein paar Stimmen gehört. Ich gehe, glaube ich, zu denen ins Lager und warte schon eine Zeit ab. Naja, muss ich fast machen. Ich finde die so nicht und es dauert so ewig. Wo war das Lager? Hier. Okay. Legen wir uns am besten kurz hin, das geht am schnellsten.
So ein, zwei Stunden, dann sind die sicher da. So. Was sagt denn die Zeit? 41 steht bei mir. Okay. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich das mit den Banditen noch hinkriege. Tut mir leid, in dem Part ist halt nicht viel passiert jetzt wirklich, aber dafür geht's danach wahrscheinlich wieder richtig los. An, was da unter einem nein. Kommt. Muss mich nicht angreifen. Zeig, was du drauf hast. Oh, man kann gegen die boxen. Hier rüber. Mann, wieso? Verdammt. Bist du dumm? Hier drüben. Wo sind alle? Alarm! Ich könnte sie natürlich jetzt aber auch probieren. Wartet schnell. Komm! Ich probiere sie zum Dings zu locken. Zum Rotschopf, vielleicht hilft der mir. Komm schon. Das probiere ich jetzt auf jeden Fall noch. Nein! Verdammt! Bitte hilft er mir! Wo bin ich? Scheiße, Sackgasse! Bitte hilft der mir, ohne Scheiß. Kommt schon. Mann, wie lange rennt... Aua, wie weit war denn das? Ist es noch weit? Nee, wir sind jetzt dann da. Komm. Ich hätte aufs Pferd aufsteigen sollen. Jetzt Energie tanken? Okay. Haben wir gerade ein bisschen Verbandszeug oder so? Nee, haben wir nicht. Ja, wo sind die denn jetzt hin? Jetzt nicht dein Ernst, oder? Erstmal rufe ich mein Pferd hierher. So. Jetzt esse ich schnell mal einen Apfel. So. Was ist das hier eigentlich? Rüstung wahrscheinlich. Verletzte Torso. Ah. Ist überbewertet. Das sind doch nur ein paar Banditen. Ah, da ist er. Kommen beide? Komm schon, wie ich es gelernt habe. Du hast es so. Au! Komm her, du Weichei! Nein! Jawohl! Au! Ey! Ich schaff den nicht! Ich bin hier drüben! Ja! Toll, noch ein Schlag, ich bin tot. Soll das er alles...
komm her, du Weichei! Mann! Nee, geht nicht, vergiss es! Keine Chance, Leute, es tut mir leid. Ich muss den Part jetzt langsam beenden. Nee, muss ich nicht, es geht noch ein bisschen Zeit. Aber ey, oh! Ich lasse das mit den Banditen. Es tut mir echt leid, aber... Ja, ich muss es lassen. Es tut mir leid. Ich bin zu schwach. Ich tue jetzt dem Hauptmann Bernhard den Bericht erstatten. Ja gut, okay. Wo ist Franz? Da kommt er. Ey, in der Stadt, ich sag euch. Wie gesagt, tut mir leid, Leute. Ist mega scheiße, ich weiß, aber ich krieg die einfach nicht und ich habe keinen Bock, hier 5 Jahre zu hängen. Mein Gott. Das ist aber auch nicht normal. Tod am Wegerand. Ernst jetzt? Das kann passieren? Chance 100%. Ah, Toter am Wegerand. Überfall auf dem Weg. Meiden? Spähen. Ey, warte mal. Ah, hier war ein Überfall gewesen. Ui. Nee. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Kann ich nicht. Bin im Kampf. Wartet mal. Oder ist es einer von den Banditen hier? Komm her, du Weichei! Gott verdammt! Auf! Ja! Ist es einer von denen gewesen? Nee, komm! Nein! Nein, 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 lass dich nicht entkommen! Komm schon! Komm schon! Oh, was ist der schnell? Oh, mein Gott, das hier passieren aber auch Sachen. Nicht normal. Also los, Franz Ferdinand. Der ist da hinten lang. Wo ist denn der? Der ist weg. Ach. So, es regt mich jetzt schon wieder voll auf. Okay, komm. Ich lass mich nur ablenken. Überfall auf dem Weg. Fliehen? Anhalten. Nee, ich will das jetzt nochmal sehen. Wo ist der? Ah! Bastard. Mann, wieso können die denn... Super, das war's. Haben verloren. Toll. Scheiße, Mann. Was mache ich auch für einen Scheiß heute?
toll. Ja, okay. Also, meine Lieben, tut mir halt mega leid, das hat sich jetzt schon wieder... der Part war echt scheiße gewesen, ich muss selber sagen. Ey, 1000 Mal gestorben und dann kriege ich nicht mal die einfachsten Banditen gefasst. Also, nee, das ist mega schlimm. Ich muss um einiges schneiden hier. Ich bin jetzt schon eine Stunde am Aufnehmen. Naja, ich hoffe, ihr schaltet trotzdem morgen zum nächsten Part ein. Und dann werde ich dann dort mit dem Bernhard sprechen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank trotzdem mal fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Nier, haltet die Ohren steif und ciao.